Die Blauelste flattert kreischend in den Parkanlagen von Peking und in den umliegenden Wäldern von Baum zu Baum. Ein Schwarmvogel mit schwarzem Kopf und langen blauen Schwanzfedern, mit denen sie beim Fliegen steuert. Beim Landen werden sie gespreizt wie ein Fächer aus verkrümmten, pastellfarbenen Pfauenfedern. Knatternde Rasselstimme. Als hätte sie rostige Stangen in der Kehle, wundscheuenden Stacheldraht. Sobald der Draht die zarte Haut berührt, schrillt die Blauelste im Falsett wie ein zukünftiger Eunuch bei der Kastration. Sie behält ihre Vier im Blick. Ihr Geschrei ist schneidend. Für alles, was ihr zu sehen bestimmt war, bestimmt ist und sein wird, zahlt sie mit dem Augenlicht. Es gibt das Leben und es gibt den Tod. Und es gibt das Nichtleben. Dabei ist sie keineswegs sentimental, weder egoistisch noch elitär. Sie versteht die Welt nicht als das Nonplusultra, deutet auch die menschlichen Charaktere am liebsten nur positiv. Als Ideale, die der Bequemlichkeit entspringen und den Gottheiten von Wasser, Erde und Himmel den Blick auf echte Menschennatur versperren. In Peking hat sich die schwarze Krähe eingenistet und verbreitet. Sie ist blind. Sie wurde eine Gehirnwäsche mit vollkommen richtigen und vollkommen widersprüchlichen Antworten unterzogen. Der Krieg zwischen der schwarzen Krähe und der Blauelste ist bereits im Gange. China ist ein Konzentrationslager mit undurchlässigen Grenzen. China ist ein blühender Garten. Das ist kein Widerspruch. Es sind zwei gegensätzliche Meinungen, die beide freudige Zustimmung auslösen.